Die Nachfrage nach Reisemobilen ist ungebrochen. Auf dem 60. Caravansalon in Düsseldorf im zweiten Corona-Jahr und nach ohnehin schon starkem Aufwind für die Branche. 185.000 Besucher haben sich eingefunden, trotz Beschränkung der Besucherzahl pro Tag und trotz des konsequenten Hygienekonzepts. Die Aussteller mehr als zufrieden. Wer hat nicht gerne volle Auftragsbücher? Und das kann man in der Tat bestätigen. Die Auftragsbücher werden noch voller, sind noch voller geworden. Und das gilt gleichermaßen auch für dieses B2B-Element, was wir ja auch in der Veranstaltung haben, nämlich den Zubehörsektor, der logischerweise in dem Sog, den dieser Markt im Moment entfaltet, auch sehr gut dabei sind. Viel Freiheit haben geneigte Käufer, was die Ausbauten angeht. Minivan, Kastenwagen, teil- und voll integrierte Fahrzeuge mit Alkoven oder natürlich Caravans in vielen Breiten und Längen. Mit Caravaning verbinden Käufer Freiheit und Spontaneität. Und das, so entscheiden die Kunden hier auf der Messe, geht besonders gut mit ganz bestimmten Fahrzeugen. Das größte Segment bei den Aufbauten sind die Teilintegrierten. Das sind typischerweise 2 Personen, aber jetzt durch die junge Familie auch teilweise 4-Personen-Fahrzeuge. Immer mit einem festen Bett, einem komfortablen Wohnraum, mit großen Kühlschränken, mit Kocheinheit, also mit dem ganzen Luxus, den man sich vorstellen kann. Das ist bei den, wir nennen das mal Aufbauten, und bei den reinen Campingbussen oder Campervans ist die Tendenz eigentlich zu kurzen Fahrzeugen. Ja, 6 Meter teilweise drunter. Ja, und Minivans gibt es immer mehr im meine Größenordnung eines VW-Busses gibt es von vielen, vielen Herstellern im Angebot, wo nicht nur ganz junge Leute mit verreisen, sondern teilweise auch Rentner-Ehepaare, die in diesen kleinen Fahrzeugen ihre Freiheit suchen und überall stehen können, wo es ihnen gefällt. Und das Angebot in genau diesen Fahrzeugklassen wächst. Die Schwierigkeit ist oft aber nicht mehr, den genau richtigen Grundriss zu finden, sondern überhaupt ein Fahrzeug zu ergattern. Lieferzeiten teils bis weit ins Jahr 2022 schrecken Käufer dennoch nicht ab. Der Trend Caravaning weiter auf Wachstumskurs. Das beweist nicht zuletzt der Erfolg der Messe.